Hallo und willkommen zu Nightmare House 2. Ja, damit fange ich mal den Spooky Oktobermanns an, was eine Tradition sein wird auf meinem Channel. Immer zu Oktober werde ich dann so spezielle düstere Spiele machen. Flackerndes Licht, gruselig, überall könnten Zombies sein und sowas alles. Plus, gibt auch noch andere Specials, aber die sind egal. Also das werde ich dann zu dem Zeitpunkt erklären. Ja, ich habe leider keine Facecam hier, irgendwas so, ne? Also müsst ihr es einfach dafür nehmen, dass ich das jetzt spiele. Und ich glaube, wenn ich mich erschrecke, werde ich bestimmt dann irgendwelche Geräusche von mir geben. So, uah! Oder huch! Und oh, das hat mich jetzt aber überrascht, oder mein Herz rast. Also ich werde das bestimmt hören. Das ist zwar nicht so lustig, ne, wie mit Facecam, wenn man welche Gesichter man da macht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das verknüpfen sollte, dass ich irgendwie mein iPhone anschließe und währenddessen mit dem aufnehme und dann das Videomaterial zusammenschneide. Ich weiß es nicht. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal aus und dann wird das vielleicht in den nächsten Projekten, weil jedes werde ich nicht komplett durchspielen, sondern ich spiele jedes Horrorspiel immer für so eine Woche. Das heißt immer 5 Parts. Also werdet jetzt 5 Parts von Nightmare House 2 haben. Jeder Part wird so um die 20 Minuten gehen. Das heißt, wir haben ungefähr fast 2 Stunden, also 1 Stunde und 40 Minuten so. Kann sein, da jetzt diese Einleitung und sowas ein bisschen länger ist, dass ich das mehr mache. Und das wird sich dann halt immer wechseln. Plus vielleicht dazwischen mache ich noch sowas. Also ich denke, wenn ich Slender spiele, werde ich davon nicht eine ganze Woche, oder ich kann keine 20 Minuten Slender spielen. Ich werde auch nicht 5 Slender Spiele nacheinander machen. Ich werde einfach die gruseligen Spiele einfach machen. Und vielleicht mal dieses Slender werde ich dann zu Halloween zum 31. einfach noch, da es ja sozusagen das ultimative Horrorspiel ist. Oder sagen zumindest die meisten. Viele haben auch gesagt, Amnesia ist das ultimative, aber ich weiß nicht. Ich sag von vorne hinweg, ich habe keine von den Spielen, die ich hier jetzt spiele, habe ich nie selber gespielt. Also ich habe kein Slender bisher gespielt, ich habe kein Amnesia gespielt, kein Penumbra, Nightmare House 2 oder 1 oder sonst was, habe ich alles nicht gespielt, was ich euch hier präsentieren werde, denn ich will, ne, so wenig Informationen wie möglich haben, um sozusagen, ja, ich gucke mir Videos von Amnesia an und dann weiß ich, oh, guck mal, jetzt kommt ein Monster, ich weiß mich schon, dass ich erschrecke oder sowas. Oder hier, Nightmare House 2 zum Beispiel, hey, ich weiß, aus dieser Tür kommt ein Zombie oder sowas. Nee, sowas wollte ich nicht machen. So, Optionen sind eingestellt, alle Parameter stehen. New Game. Ich hoffe, es klappt. Wir fangen natürlich mit dem Prolog an, weil ich habe keine Ahnung, wo wir sind, was wir sind, etc. Es gibt weitere Chapter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Oh, ich habe hier auch meinen Wecker gestellt. Das heißt, ich weiß, dass ich jetzt schon mal so viel länger machen muss wegen der Anleitung. Nur ein bisschen hier am Müde. Dass das hier Nacht ist, weil jedes Spiel werde ich in der Nacht aufnehmen. Also das heißt, ich opfer immer 2 Stunden meines Schlafes. Nein, nur so als Scherz. Natürlich nachts, weil ich denke, das Feeling so am Tag, es ist alles hier hell. Draußen fahren Autos und sowas alles. Das ist alles so yay, happy. Naja, ich denke, das ist nicht das gleiche, wie als würde man das so düster sein. So schön 0 Uhr, Geisterstunde. Alles ruhig, alles dunkel und dann... Ich bleib mal ein bisschen ruhig und dann gucke ich mal, was hier alles steht. Okay. Wow. Muss mal gerade gucken. Boah, es ist hier saudunkel. Ich mach mal kurz Pause und komm gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Ich musste das hier ein bisschen heller machen, weil ich habe komplett nichts gesehen. So, also anscheinend sind wir hier mit unserem Auto gegen einen Baum gecrashed. Das heißt, wir können nicht weiterfahren. Wieso? Keine Ahnung. Hier ist ein Wald. Ah, typisch horrormäßig. Oh ja. Geräusche, ja. Ja, ein Schuppen. Okay, gut, das hat mich nicht erschreckt. Da haben wir eine Axt. Also die Axt ersetzt wohl anscheinend die Brechstange hier. Oh nein, da drauf habe ich definitiv nicht. Hier.
da drin, ein Fahrrad, eine Leiter. Huah. Nein. Also typisch. Kam doch auch noch ein Film raus, wie hieß er nochmal? Cabin in the Woods. Also sowas wie so ein kleines Häuschen in dem Wald. Und ungefähr so sieht das hier auch aus. Nein, ist klar, geht nicht. Boah, das ist ein super Glas. Also, wenn ihr euch auch unbedingt irgendwas besorgen wollt, dann holt euch Half-Life-Glas. Die kaputte Flasche, da ist bestimmt Alkohol drin. Böse. Tür verriegelt. Wie klischeehaft. Sehr klischeehaft. Oh nein, die Tür ist verschlossen. Bestimmt gibt es irgendwo einen Eingang mit einem Innenkeller. Dann gehen wir mal runter. Ja. Okay. Ah, Hilfe. Oh, wir haben eine Taschenlampe. Cool. Ah, man sieht die Batterie wieder mal, ja. Geht die auch wieder an? Oder wird die aufgeladen oder muss man dafür irgendwas machen? Ist hier was? Achso, die geht dann direkt voll aufgeladen. Also die regeneriert sich sehr schnell. Super Batterie, muss ich sagen. Ja, lass mich mal regenerieren. Gehen mal hier durch die Tür. Wow. Okay. Britzel, Britzel, Britzel. Lange Pause. Okay, Britzel, Britzel, Britzel. Lange Pause. Gut. Ich habe Schaden genommen, weil ich glaube... nein, gar nicht. Ich habe keinen Schaden genommen. Ist hier Wasser? Oh. Ich habe ein Medikit aufgehoben. Schön. Ja, hat jemand das hier überflutet. Dupter, dupter, dupter. Oh, eine Pistole. Aber ich glaube... wir sind im Horrorspiel. Ah, jetzt geht das schon. Hm. Wir müssen da irgendwie hoch. Kann ich da irgendwie an der Seite hochklettern? Weil, ja, hallo, hier sind ja ein paar Stufen. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Hier liegt ein Typ. Hallo? Hallo? Das stirbt doch. Ja, okay, gut. Das könnte vielleicht klappen. Ich weiß nicht, dass man da durchfällt. Hallo? Ich sehe doch eindeutig hier Treppen. Ihr seht die auch. Also wäre ich im echten Leben, ich würde mich da an die Wand pressen und würde da vielleicht rübergehen. Aber, naja. Wir sind ja nicht im echten Leben hier. Super, komme ich hier hoch? Hä? Was ist das denn? Ich habe da so eine Vermutung, das ist irgendwie bestimmt eine falsche Wand. Wow. Hallo? 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 Das erinnert mich irgendwie an die... oh, wie war das nochmal? Ich glaube, wenn man in Half-Life 2 nach Ravenhold gekommen ist, da war ja dieser eine Typ, der so zerteilt war und dann so eine Kettensägenblatt dazwischen gesteckt hat. Ungefähr so war das hier. Stirb! 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 Boah, ich hab doch den ganze Zeit hier angegriffen. Ja, jetzt geht die auf die Tür. Super. Schreck mich nie wieder so. Okay. Mein Gott, das flackernde Licht, Alter, ey. Ich hasse Stühle. Hier kann man nichts machen. Die ist definitiv zu. Und die ist nicht brauchbar. Okay. Whoa. Ach. Nur eine Brandleiche. Ich mach mal die Tür hinter mir zu. Oh, ein Medikit. Oh, ein Poltergeist.
Haben wir irgendwelche Geister verärgert? Ich muss hier durch. Okay, wir folgen dem Blut. Es hat hier aufgehört. Okay. Ja! Zombie! Die! Bist du auch tot? Seht ihr wen? Ja? Aber ich sehe doch wen. Hier ist doch wer. Hallo? Ich würde mal sagen, immer alle Sekunden. Vielleicht sind hier immer noch Medikits, bisschen Munition. Hat das nicht Munition? Ja, genau. Nachladen? Ne, habe ich schon. Okay. Uah. Ah, die spielen so schön auf die Psyche, so. Hey, du kannst hier was sehen. Und dann guckst du und dann siehst du nichts. Und bestimmt, wenn wir hier durchgehen, passiert irgendetwas. Weiß ich jetzt schon, ne? Moment. Safe game. Safe. Was war hier nochmal? Quicksave 5? Muss mal ganz kurz gucken. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Quicksave. Da. Quicksave 6. Doch. Düpp. Muss ich hier runter? Ja. Hallo? Ist hier was? Hey, da sitzt doch wer. Stirb! Mein Gott, wie viel Blut hat er verloren, dass er zur Brandleiche geworden ist? Hey, bleib doch stehen! Okay. Ich habe ein Baby für dich! Wow. Ah, Zombies! Hey, cool, echt? Die Monster! You don't belong in this world! So. Also wichtig ist, glaube ich, bei dem ist immer ein bisschen Ammo zu sparen. Also deshalb immer schön auf den Kopf schießen, so. Mein Gott, das geflackert! Warte mal! Jetzt bin ich in die falsche Richtung gegangen. Mist! Ich wollte hier eigentlich das Baby bringen, aber anscheinend ist das Baby hier unter diese Panels gefahren. Oh ja, ich weiß was. Ich mach mal hinter mir zu, ich gehe auf dich zu. Oh, bui, sie ist weg. Zombies? Nein. Aber, hey, da ist das Baby. Wow. Okay. Ich habe jahrelang die Half-Life 2 Zombie-Mod gespielt. Ihr könnt mich nicht überraschen. Das ist sogar sehr gut, das bin. So. Immer so viel Ammo wie geht sparen. Wir haben jetzt noch zwei Magazine. 18 haben wir geladen, 18 haben wir noch. Ein Waffenschrank. Eine Tür ohne Knauf. Da ist ja klar, der Waffenschrank. Hallo? Hallo? Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Ist
hier irgendwo ein Geheimgang? Hallo? Muss ich zurück, oder? Na, zurück geht's doch nicht. Ist irgendwo auch wieder was versteckt? Muss ich irgendwas hier triggern oder sowas? Oh, Hilfe! Ich komm nicht... Also, meine Lampe ist ausgegangen. Oh, Hilfe! Ich komm nicht weiter! Ich gehe mal zurück. Ob es hier vielleicht einen Weg gab? Ach, kann es keinen gegeben haben. Das Glas kommt auch nicht. Ich würde ja sagen, ich folge dem Blut, aber das bringt ja nichts. Das hört ja hier auf. Oh mein Gott, das ist ja so fail. Oh mein Gott. Oh, Medikit. Oh mein Gott. Ah, jetzt geht's auf. Hey, ihr schreckt mich gar nicht von so wilden Sachen, nur meist. Oh nein, es liegt hier herum. Ein bisschen Ammo hier nehmen. Wofür haben wir denn jetzt Ammo bekommen? Magnum haben wir welche. Und die Shotgun haben wir welche. Okay, aber die Shotgun will ich am liebsten behalten. Für die dicken Dinger hier. Warten. So. Okay. Banshees. Ich glaube, das sind die Banshees. A key is required. Da ist hinten ist das Storage. Hier noch was hinter? Schuhe. Oh mein Gott, wie ich bin gerettet. Ich habe Schuhe gefunden. Ich glaube, es ist nicht so wie in Hardware, dass man hier die Kisten kaputt machen kann und da drin Munition ist. Ja, zu schön, um wahr zu sein. Oh, Shotgun-Muni. Hilfe! Mach mal hier mal. Au! Lass mich nicht töten. Lass mich ran, das ist die Key. Warten. So. Oh mein Gott. Alter. Du, dein hässliches Gesicht da. Guck mir nichts an. Okay. Wo ist der Key jetzt? Ach da, der leuchtet so schön. Okay. Breche ich wieder durch die Treppe ein. Hilfe. Spooky? Jetzt breche ich durch die Tür ein. Nein. Oh, Kinder. Das erinnert mich irgendwie an 4. Da war es doch auch immer mit dieser einen Tusse da, Alma. Das Glas ist doch gar nicht kaputt gegangen. Oh, doch, das vom Spiegel. Ich kann hier aber nicht durch. Danke. Was ist passiert? Ich sehe Shotgun-Ammo. So, welche Tür ist jetzt die richtige? Ich glaube, ich die Munition ein bisschen sparen hier. Okay, die Tür ist versperrt, die hier.
kommen wir da durch. Half-Life-mäßig ist unser Crowbar. Unser Axe. Unser Axe hier, sorry. Oh nein. Ein Jumping Puzzle. Quick Save. Ja. Ich bin so gut. So gut. So, da ist wieder Ammo drin gewesen. So. Ich bin nur ein bisschen erschreckt, dass das so komisch runtergefallen ist und ich hatte Angst, dass es mich zerschlägt. So, Jump Puzzle geschafft, speichern. Das hat mich jetzt ein bisschen nicht. Geht. Na, jetzt merke ich schon, weshalb das langsam so spooky ist. Pistole. Ja. Oh, guck mal, Shotgun sind wir voll an Ammo. Cool. Die! So. Wieso ich die Shotgun benutzt habe? So, weil wir voll waren an Ammo. Oh, hier noch einmal alles kaputt machen. Wieso? Bei Hardcraft es uns ermöglicht hat, das aufzumachen. Kaputt zu machen. Ich speichere mal lieber, auch wenn man... Das sieht so aus, als könnte man hier runterfallen, oder? Oder sehe ich das falsch? Jo. Aber ich hab's gesagt! Ihr habt's gehört! Die richtige Zeit, die Shotgun auszupacken. Bam! Bam! Okay. Ich habe nämlich Angst, dass ich irgendwie zu viel Schaden nehme. Ich weiß nicht wieso. Ich sag's das jetzt einmal so, aber ich bin ja voll an Leib. Okay. Wir sind hier. Was haben wir eigentlich hier geschafft? Wir waren jetzt in diesem Nightmare-Haus? Und das war's? Und jetzt sind wir hier an Eingangstür. Wow, cool. Was müssen wir jetzt machen? Funktioniert unser Auto? Müssen wir da irgendwo hin? Ein Monster! Oh oh. Nebel. Ahlan. Eins. Oh, cool. So, Ahlan. Ich glaube, wir müssen jetzt so schnell wie möglich zu unserem Auto. Fickt euch doch alle hier. Hold up. Okay. Oh cool, wir haben in einem Part den Prolog gemacht. Ich habe irgendwie keine Lust mehr weiter zu machen. Das war jetzt der Prolog. Ja, was ich noch dazu ergänzen kann, die Mod für Half-Life 2 ist umsonst. Das heißt, wenn ihr das gesehen habt, könnt ihr ganz normal das runterladen und euch selber erschrecken. Das sind jetzt gerade 25 Minuten gewesen. Plus Introduction mache ich das jetzt zum ersten Part. Cool.
Ja, dann sehen wir uns wieder, wenn Nightmare House richtig beginnt. Bis dann. Ciao.